Sie sehen einen Bundesvorsitzenden der GDL in einer Pressekonferenz ohne die Arbeitgeberseite und allein das spricht Bände. Wie Sie wissen, ist der Tarifkonflikt der Runde 23/24 beigelegt. Die Auseinandersetzung mit der DB AG ist noch lange nicht zu Ende. Herr Seil hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen. Das ist die Wirkung eines Tarifeinheitsgesetzes. Das ist die tendenziöse Anwendung des einzigen Arbeitgebers in diesem Lande im Eisenbahnsystem, der das TEG gegen seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwendet. Zur Eröffnung dieser Pressekonferenz und zur Verkündung der Ergebnisse möchte ich einsteigen mit dem Hinweis, dass die 35-Stunden-Woche auch bei der Deutschen Bahn AG schrittweise, Stück für Stück, normativ in den Tarifverträgen eingeführt wird und dass das Entgelt nicht abgesenkt wird. Das, was hier neudeutsch als Innovation bezeichnet wird, existierte bereits in den Tarifverträgen davor. Es konnten schon immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 40 Stunden Wochenarbeitszeit wählen. Aber ich will zugestehen, es ist schwierig, Misserfolg als Erfolg zu verkaufen. Wir haben keinen Misserfolg, sondern Erfolg, fast auf der ganzen Linie. Das Schlechteste, was wir als Kompromiss in dieser Tarifrunde zugestehen mussten, ist, dass wir noch keinen Tarifvertrag für die Infrastrukturmitarbeiterinnen und Mitarbeiter abschließen konnten. Ich gebe gut und gerne zu, dass die Anzahl der vorhandenen Mitglieder und die Streikwirkung, die wir dort entfaltet haben, nicht ausgereicht haben, um in dieser Runde die Infrastruktur mit Tarifverträgen und verbesserten Arbeitszeiten hier zu bedienen. Alle anderen Elemente, meine Damen und Herren, haben wir erfolgreich und im Kompromiss zum Tragen gebracht.